Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videoreview mit den Zauberstäben aus der zauberhaften Welt von Harry Potter. Und da kamen jetzt vor kurzem die neuen Zauberstäbe zu Fantastic Beasts 2 heraus. Ich wollte eigentlich mit dem Zauberstab von Albus Dumbledore anfangen. Also er hatte ja vorher einen etwas anderen, bevor er dann den Elberstab bekam. Und der war leider vergriffen, also bin ich auf den Zauberstab ausgewichen von Nicholas Flamel. Und Nicholas Flamel hat ja schon vor Fantastic Beasts namentlich Erwähnung gefunden, und zwar in Harry Potter und der Stein der Weisen, und zwar in der Bibliothek, als Hermine sich dann nach dem Stein der Weisen eben so ein bisschen erkundigt hat und Nachforschungen angestellt hat. Interessant ist bei dem Charakter, dass der zumindest vom Namen her ja auch so ein bisschen Anlehnung an einen real existierenden Charakter hat. Und zwar gab es einen französischen Schriftsteller und Schreiber, den Nicolas Flamel, dem auch, weil er so ein bisschen viel Reichtum angehäuft hat, nachgesagt wurde, dass er wohl dann Alchemist gewesen sein muss. Das ist allerdings im Bereich der Legenden, aber wie gesagt, dieser Nicolas Flamel hat dann wirklich existiert und gut, wurde dann halt mit in die Potter-Geschichte eingebunden und ist dann eben der Finder oder Entwickler, Erschaffer des Steins der Weisen, der halt das Leben um einiges verlängert. Der Zauberstab selber ist erstmal oder kommt in einer Pappbox. Ne, um Fragile drauf, von wegen ist zerbrechlich, die Dinger sind ja empfindlich. Ich hatte bei den letzten beiden gesagt, da ist ein Metallkern drin. Es heißt aber, es ist wohl ein Keramikkern. Also zumindest eine Versteifung des Resins, aus dem die Dinger gefertigt sind. So, jetzt habe ich da einfach mal so ausgekippt. Da sind auch mal so Endschutzkappen drin. Und man sieht schon mal oben drauf, ich muss so umhalten, dass oben drauf kein Logo mehr ist. Bei den ersten Zauberstäben zu Fantastic Beasts war oben halt das Fantastic Beasts Logo drauf. Das ist jetzt nur noch auf der Rückseite zu sehen, was ich also sehr schön finde. Denn dadurch wirken diese Kästen auch wirklich wieder wie aus einem altgedienten Geschäft für Zauberstäbe. Und der Name. Das Etikett ist auch so ein bisschen vergilbt dargestellt, als ob man das Papier schon mal durch schwarzen Tee gezogen hat und hat trocknen lassen. Also wirklich auch mit dem Namen natürlich drauf, der Person, zu dem dieser Zauberstab eben gehört. Andere Seite auch. Und das finde ich also optisch auch wieder sehr ansprechend. Dieses dunkle Rot, dieses Weinrot, fast schon so ein bisschen ins Purpur gehende, hat eine sehr schöne Optik. Unten drunter hat man schon gesehen, auch dieses Bräunliche, auch verdeckt dargestellt dann eben die Lizenzangaben. Das halt eben ein Lizenzprodukt von Warner Bros. Ist. Und da mache ich den Zauberstabkasten mal auf und voilà, es sind auch wieder, oder die Dinger sind, oder die Kästen sind auch wieder gefertigt, wie damals auch die ersten Zauberstäbe aus der Ollivander-Edition, bevor nachher die Charakter-Edition kam, wo ich dann den von Fedora Tongs schon mal vorgestellt habe. Und ich habe vorher gesagt, irgendwie Tüll, nein, Chiffon ist es, glaube ich, dieses Material. Auch wieder diese beiden Bänder. Diesmal allerdings in jedem Kasten in Schwarz, wie ich das bislang gesehen habe. So, finde ich also auch sehr schön und sehr schön gediegen. Und da ist dann der Zauberstab von Nicholas Flamel eben eingelassen, auch wieder in so einem weichen Kunststoffbett, was mit einem samtähnlichen Material überzogen ist und sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Und auch der Zauberstab hat mich absolut beeindruckt. So, da hole ich den mal raus. Ist in einem, in dunkler Holzoptik, wollte gerade sagen, in einem dunklen Holz gefertigt, ist ja nicht so, sondern halt auch aus diesem resinartigen Material und in einem dunklen Holz angelegt. Ja, fast, wirkt fast so ein bisschen Mahagoni-mäßig in dem Licht. Also sehr schön auch von der Haptik her, vom Gewicht her. Und vor allem oben der Abschluss oder der Griff. Das Griffstück hat mich also wirklich fasziniert. Und da wollte ich mal wirklich schauen, ob das denn wirklich so gut wirklich auch umgesetzt wurde, wie es auf den Bildern wirkt. Und das kommt mir wirklich vor wie ein, ja, ich würde mal sagen, es ist eine Nachbildung eines Rehgehirns. Also nicht Gehirns, sondern Gehirns. Fast schon so ein bisschen Rehkümmerer-mäßig. Rehkümmerer ist ein verkümmertes Rehgeweih. Ne, wenn die Spitzen oben, also das Gehirn halt eben so ein bisschen verkümmert ist. Und das ist ja hier auch nicht so original gebogen. Oder es ist eben ein Geweihstück von einem Fabelwesen, zu dem ich jetzt allerdings nicht weiß, zu welchem es denn dann gehören soll.
sehr schön auch umgesetzt, die Spange, die hier an der Krone des Geweihstücks halt angesetzt ist. Alles in einen Guss gemacht, also jetzt nicht auf wie eine Metallspange aufgesetzt. Aber dennoch wirkt es so, jetzt vielleicht in der Aufnahme nicht so sehr, wie eben ein Metallstück, was drangesetzt wurde. Reichlich verziert, wie man eben schon sehen konnte. Natürlich jetzt keine Durchbrüche, sonst sind diese fein ausgearbeiteten Sachen dann teilweise auch dann ausgearbeitet, also ausgesägt, ausgefeilt, wo man dann das untere Material sehen kann, das in dem Fall natürlich nicht. Hier sind dann diese Aussparungen natürlich nur schwarz hinterlegt. Aber wie gesagt, die Struktur des Geweihstücks fast von einem Original nicht zu unterscheiden, vielleicht ein bisschen zu glänzend für ein glänzender als bei einem Originalstück. Aber von der Umsetzung her wirklich auch wieder für ein sehr gefertigtes Massenprodukt. Denn die Dinger, ja, kann man ja, ich weiß nicht, in welcher Stückzahl die aufgelegt werden, aber es sind ja nicht mal eben so 100 Stück oder sowas, die davon gefertigt werden, oder 10 Stück. Deswegen wirklich toll. Vom Halten her, keine Ahnung, wie Nicolas Flamel den nachher im Film hält. Man kann ihn sich natürlich so ein bisschen in die Hand legen oder hier vorne anfassen. Man kann ihn mit zwei Fingern bedienen oder halt ganz, ganz entspannt hier hinten anfassen. Ich würde aber lieber so halten, weil zum einen habe ich hier unten dann diese Krümmung für den kleinen Finger, wo ich den reinlegen kann. Und kann hier oben, hier sieht man vielleicht auch so eine kleine Mulde, als wenn das Metall schon so ein bisschen eingedrückt ist durch den starken Gebrauch. Also ich sehe das jetzt nicht als Modellierungsfehler an, dass hier so eine Delle ist, sondern wirklich so, ja, diese Spangen sind halt sehr dünn. Auch im Original, bei Original-Schmuckteilen, die aus Hirsch oder Reh oder anderen Wildteilen dann gefertigt sind. Und da kann schon mal passieren, dass man halt durch den Gebrauch, wenn man hier oben zu oder drauf drückt, ne, und die Handbewegungen macht, dass man dann das Material eben so ein bisschen eindellt. Also finde ich sogar noch, entspricht da noch mehr einem Original als jetzt einem, was komplett immer total genau gefertigt ist, als wenn das gerade frisch aus der Werkstatt halt kommt. Ja. Also wie gesagt, ein sehr schönes Produkt, was jetzt wieder auf den Markt gebracht wurde. Die anderen sehen auch sehr schön aus. Preislich liegt der, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber auch wieder knapp über 30, um die 35 Euro, plus minus 2 Euro, sag ich mal. Aber ich finde, das lohnt sich schon. Deswegen werde ich da auch nachlegen und mir wohl dann auch so nach und nach dann natürlich die von den Fantastic Beasts auch zulegen. Es gibt da ja so viele interessante Sachen auch in dem Bereich und toll gemachte Replikas, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Ja, vom Reinlegen kann man wieder so reinpressen und natürlich dann auch so, sag ich mal, das ein bisschen diesen Chiffon dann so ein bisschen davor drapieren. Ja, das drapiert sich jetzt gerade nicht so. Oh, man kann ein bisschen faltig legen. Ja, und da vielleicht dann die Hogwarts-Münzen davor legen, wer sie denn hat. Oder andere Sachen noch davor stellen. Oder gar nichts davor stellen. Auf jeden Fall wieder ein schönes Produkt. Doch, hat mich gefreut, wie ich den Karton aufgemacht habe. Und dann diesen Zauberstab sah. Ja, ich habe den schon mal vorher angeguckt. Ich konnte nicht anders. In dem Sinn bedanke ich mich wieder vielmal fürs Reinschalten. Und mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Bis dann und tschüss.